Hallo ihr lieben Menschen und Seepferdchen und willkommen zu Fancraft 2. Ich sitze hier an dieser Pilzinsel schon eine ganze Weile und ja, wir haben hier das schöne Dorf angefangen und so und fertig gebaut und jetzt fängt es an zu regnen, super, aber egal. Ja, hier vorne ist noch jede Menge Mycel. Das wird heute verschwinden, das muss heute verschwinden. Zumindest werde ich hier einen wesentlichen Teil von verschwinden lassen. Das ist ein richtiges Gewitter hier. Kurz schlafen. Also, hier, das ganze Mycel hier will ich kein Mycel haben. Da mache ich mich mal ran, hier ein bisschen was wegzumachen. Und ich habe hier auch noch ein bisschen was anderes vor an Terraforming-Projekten. Vielleicht gehen wir das auch schon an. Außerdem muss da hinten, hier vorne, hier, was habe ich jetzt gedrückt? Das war falsche Taste. Hier, soll noch ein Bauernhaus hin. Das wollte ich eigentlich, glaube ich, letztes Mal bauen. Also vor der Welttour habe ich dann nicht geschafft. Aber das gehen wir dann heute mal an. Aber erstmal gibt es noch ein Treffen mit Dan, was ich euch zeigen will. Dan! See yous! Woo! Yay! Yay! Wir treffen uns mal hier in deinem alten Wahlbüro, würde ich sagen, ne? Okay, los geht's. Auch wenn Momo meint, das ist seins. Das ist meins. Ja. Okay. Was verschafft mir die Ehre? Warum sind wir hier? Ja, folgendes. Unser Präsident. Ich bin unzufrieden. Ja, das ist, ich habe so lange gewartet, bis das jemand ausspricht. Ja, also bitte, Gott. Also komm. Ja, ganz ehrlich, wir haben ihn gewählt. Und was dann? Das Erste, was er macht, ist alle Dias vom Haufen einsacken. Und die nicht rausrücken oder so. Er hat mir 8 zur Verfügung gestellt für das Kartending, ne? Die ich verteilen kann. 8 Dia-Blöcke für die ganze Arbeit, die ich damit bezahlen soll. Das kann ja nichts werden. Ja. Und sonst, was hat er sonst gemacht? Nix eigentlich. Ja. Er hat das Wahlbüro hier annektiert, zum Beispiel, weil es ihm gefällt und das ist ja seins, meint er. Was für seins? Das habe ich gebaut? Ja. Das gehört mir. Das so einen Präsidenten will ich nicht. Und ja. Ich glaube, es geht mir. Ich habe ihn ja nicht gewählt, ne? Also, ja. Wer ist schuld ist das hier? Hm? Lack Industries hat ihn platziert und. Aber. Ich wusste es von Anfang an, Mann. Ich glaube, es geht eine Menge Leute so. Viva la Resistance. Was hältst du davon? Wir stürzen ihn. Wir müssen ihn stürzen. Das ist. Ich will ihn nicht als Präsidenten mehr haben. Ja. Ich würde mal mich ein bisschen umhören. So, wer dabei wäre, ganz vorsichtig und so, ne? Ganz indirekt, ganz vorsichtig, ja. Ja, mal ein bisschen die Lage auschecken. Und nur als Erkennungszeichen. Ein Momo-Kopf. Unser offizielles Erkennungszeichen. Ja, schon mal der Kopf, auch wenn er noch nicht abgesetzt ist und so, aber schon mal, ne? Okay. Genau. Oh, yeah. Ich hatte jetzt nur einen dabei, um den dir zu geben, aber... Okay, nice. Aber, ja. Okay, ich check da mal die Lage aus und guck, dass wir ein paar Mitstreiter kriegen und dann... Ja. Lasset die Revolution beginnen. Viva la Revolution! Yay! Ich will das alles hier grün haben. Und, ich brauche eine Menge Gras und Erde und so dafür. Also, ich habe hier ein paar Schalkerboxen. Ich habe mehr als 4. Ich habe die Ender-Chest voll mit Schalkerboxen und ich habe ein paar Schaufeln gemacht. Ja, da suche ich mir jetzt eine Stelle, die weit weg ist und dann hole ich Erde. Ich habe keine Ender-Chest dabei. Ich sollte noch eine Ender-Chest mitnehmen, weil da sind die ganzen Schalkerboxen drin. Bodel, 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 Bodel. Und die Schalkerboxen hier vorne sind dann das, was ich jetzt erstmal gesammelt habe. Ich finde es tatsächlich immer relativ schwer hier einzuschätzen, für wie viel Fläche das jetzt wirklich reicht, diese Stacks. Ich gucke einfach mal, wie weit ich komme. Vielleicht reicht das. Vielleicht muss ich auch nochmal was holen. Mal schauen. Ich lege es hier einfach erstmal los.
Ich habe gerade die ultimative Taktik entwickelt, um diese Pilzinsel einzugrünen. Ich habe nämlich einfach keine Lust mehr, hier die ganze Zeit Gras und Erde zu platzieren. Also mache ich Folgendes. Ich kann die Myzelblöcke nicht zu Feldblöcken machen. Das klappt einfach nicht. Aber ich kann sie zuerst zu Pfadblöcken machen und dann daraus Feldblöcke. Und das mache ich hier. Und hier an diesen Stellen, wo das Feld feucht ist, also nicht austrocknet und wieder zur Erde wird, mache ich einfach so. Oh, das klappt gar nicht. Okay. Ja gut, dann gehe ich hier eben nochmal und hüpfe ein bisschen drauf rum. Das ist auch okay. Naja, ich muss dann jetzt die Schaufeln, mit denen ich vorhin das ganze Gras abgebaut habe und so, reparieren. Und dann mache ich das so weiter. Aber Seahorse, hast du dann umsonst die ganze Landschaft da hinten zerstört mit dem Gras und der Erde und so? Nein, das war auf jeden Fall nötig, weil wegen und so. Ach so, na dann ist ja gut. Nachdem ich hier jetzt mal ein Stück so gemacht habe, kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, das geht nicht schneller, als die Erd- und Grasblöcke direkt zu platzieren. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem so weiter. Irgendwie gefällt mir das besser. Wahrscheinlich mache ich eher eine Mischung aus beiden. Ja, das Stück habe ich jetzt. Ich mache jetzt weiter. Soweit haben wir das. Weiter mache ich an dieser Stelle nicht, weil mir läuft ein bisschen die Set davon. Der Server war auch zwischendurch irgendwie einen Tag kaum erreichbar. Also erreichbar schon, aber Upload-Speed war zu langsam. Naja, das kann mal vorkommen. Jedenfalls habe ich hierfür dann einen Tag länger gebraucht als eigentlich geplant. Dieser Berg, den habe ich hier bewusst soweit freigelassen erstmal. Damit machen wir in der nächsten Folge noch was. Jetzt erstmal nicht. Ich bin mit Mike verabredet. Und zwar, er schuldet mir ja noch 2 Wochen Arbeit von der Versteigerung und, von meinem Starterhaus, die Versteigerung, die meine ich. Und, ja, die fordere ich jetzt ein. Schauen wir mal, wo der ist. Ah, Mike. Oh, hi. 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 Na? Ja. Du hast Pandas. Ja. Oh Gott, wie viele sind das? Das sind ein paar. Schrecklich. Oh, hier hat einer genießt, ein Baby hat genießt. Ja, die ist voll süß, oder? Ja, Schleimbälle. Ja, das ist so eine Schleimfarm. Ja, eine echt armselige Schleimfarm, aber eine Schleimfarm. Ja. Ist ja nicht so, dass du bei Lick Industries diese OP-Schleimfarm hast. Nee, die existiert gar nicht. Genau. Glaube ich nicht. Schleim ist echt Mangelware auf diesem Server. Mhm. Ja. Du schuldest mir noch 2 Wochen Arbeit von meiner Starterhausversteigerung. Ja. Und du weißt vielleicht, ich habe dieses Projekt am Gange mit unserem wundervollen Präsidenten. Ich muss eine Weltkarte machen. Ja. War ja eigentlich meine Idee. Ich wollte aber noch Leute bezahlen, die mitmachen bei der Karte. Mhm. Aber bei dem Guthaben, was er mir zur Verfügung gestellt hat, weiß gar nicht, warum. Alter, wir hatten diesen riesen Diablock kaufen und ich habe für alles, für den Hausbau, für die Karte und so, 8 Diablöcke zur Verfügung, die ich verteilen kann. Naja. Sicherlich. Ich habe keinen Bock mehr, die Karte zu machen, ganz ehrlich. Ich will nicht rumfliegen. Das machst du. Das sind die 2 Wochen Arbeit. Ich versorge dich mit Karten und Raketen. Aber. Okay, ja, gut. Ja. Ja. Wo wir gerade über unseren tollen Präsidenten reden. Ja. Wie stehst du zu ihm derzeit? Ich weiß nicht, irgendwie. Ein bisschen ganz suspekt, muss ich sagen. Ja. Der. Hat aber Dias weggenommen vom Haufen. Ja, die hat er sich irgendwie in eine Schalkerbox gesneakt oder so. Ist so, ne? Jetzt und müssen dann wir da unsere Schleimblöcke hinsetzen und die will er auch nicht da haben. Ja, genau, die Schleimblöcke hat er auch nichts. Also echt, das ist echt kriminell. Und sonst macht er nichts. Ja, sonst einfach da. Und von diesem Riesenhaufen hat er mir 8 Diablöcke, sonst ist das Geld alles in seiner Tasche jetzt. Das ist. Ja, das ist unverschämt. Das Schlimme ist, wir haben ihn unterstützt, ne? Wir haben ihn platziert. Naja. Okay, es ist, müssen wir mal überlegen, ob wir da was machen. Hm. Also, wenn, wärst du dabei, wenn wir irgendwie... Ja. Okay, gut. Ich gebe dir dann, die Karten und dann... Jo. Okay. Alles klar. Bis dann. Bis denn. Mike ist also auch nicht so begeistert von unserem Präsidenten. Und das finde ich super. Ja, wir werden ein paar Leute. Ich werde gleich noch auschecken, ob wir nicht noch ein paar mehr werden können.
Erstmal will ich jetzt hier im Sinne der Revolution einfach noch ein paar Schilder platzieren und Revolution, Resistance. Und da stelle ich jetzt einfach mal so ein paar Schilder. Ich habe hier noch 14, die verteile ich, denke ich, oder? Ja, irgendwie solche Schilder packe ich hier hin. Zeit für eine Revolution. Umsturz. Putsch. Vive la Revolution. Mit spanischem Akzent, weil das absolut Sinn ergibt. Und natürlich Vive la Resistance. Da ist ein... Das ist, ah, so, hier nicht hin. Und jetzt gehen wir mal zu Mike, der hat Pandas vor seinem Nessa-Portal inzwischen. Lemon Snowland finde ich gut. Ich glaube, das war sogar meine Idee, keine Ahnung. Was hier schon wieder alles abgeht, egal. Ich baue hier jetzt mal eine Kleinigkeit. Und wir machen das mal hier. Der kommt hier hin. Dann kommt hier ein Schleifstein. Da drauf packen wir mal einen Momo-Kopf, weil, warum nicht? Dann einen Rahmen dran. Und in dem Rahmen platzieren wir ein Buch. Da schreiben wir noch was rein hier. Und, da schreiben wir einfach mal, lieber Mike, hast du auch die Schnauze voll von unserem Präsidenten? Willst du eine Veränderung? Dann lass uns ihn absetzen. Da muss ein A weniger. Wenn du Teil der Veränderung sein willst, werfe dieses Buch in das mysteriöse Loch im Shopping District. Benennen wir das noch? Ah ne, das lassen wir. Das packen wir einfach hier rein. Und mit dem Loch machen wir gleich noch was. Ich verteile jetzt erstmal solche schönen Sachen überall. Ich finde es lustig, dass der Präsident das hier ausliefert. Momo habe ich auch mal so ein Ding gegeben hier. Ich fand es lustig. Vielleicht macht er ja mit. Das hier ist das mysteriöse Loch. Hier stand früher mal das mysteriöse Fass. Jetzt ist nur noch ein mysteriöses Loch hier. Und da ist eine Ursache drin. Also hier kriegt man Schaden. Das ist okay. Wir graben jetzt erstmal ein bisschen runter. Hier unten kommt ein Fass rein. Da drauf ein Trichter. Und auf den Trichter eine Trichterlore. Ah, Schienen. Ah, mies, ich habe keine Schienen dabei. Gibt es hier irgendwo noch ein bisschen Metall? Ich habe keine Metallreste in der Ender-Chest oder so. Ja gut, ich muss dann wohl noch ein paar Schienen von zu Hause holen. Ich habe Schienen und ja, dann machen wir hier Schienen hin, da die Lore drauf. Und dann platzieren wir auch die Erde wieder. Das Gras hier. Und da drauf dann wieder die Ursa-Rose. Und dann sieht das aus wie vorher. Aber wenn wir hier was reinwerfen, ist das weg. Und das wollen wir. Also können wir hinterher gucken, wo die Bücher drin sind. Ja, jetzt verteile ich noch so ein paar Sachen hier. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wir können hier übrigens mal das ganze Gebiet hier auf der Karte aktuell... Oh, da ist noch ein Feld, das muss ich gleich noch ändern. Aber wir können hier jetzt mal das ganze Gebiet hier auf der Karte updaten, weil die Karte ist hier noch und so nicht. Also machen wir jetzt mal. Yo, läuft. Gut, eine Sache habe ich noch versprochen, die machen wir heute. Und zwar fangen wir hier mit diesem Farmhaus an und ja, fertig werden tun wir definitiv nicht mehr, aber wie gesagt, die Zeit rennt mir davon, aber ich fange jetzt mal an. So, fertig. Also, fertig, angefangen. Ich habe angefangen und nein, das ist keine Verarsche. Genauso, das ist der Anfang von dem Farmhaus. Okay, ja, wir schaffen es einfach wieder nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Mit der Glocke verpasst ihr auch nichts. Also, nee. Wenn ja, lasst ein Like da und abonniert. Und mit der Glocke verpasst ihr auch nichts. Das Like, da könnt ihr keine Glocke machen. Das, oder wenn ihr das schafft, beim Like eine Glocke zu machen, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten macht die Glocke beim Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt.
Naja, bis zum nächsten Mal!